Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir gegen den Lagiakus gekämpft. Nicht! Ha, okay, der war doof. Wir gucken mal, was wir jetzt noch für Missionen haben. Wir haben eine dringende Quest, ich weiß. Angeln, wir können angeln. Also eine Schätze, Korallensteine. Ich habe keine Ahnung, wo man die ja bekommt. Ist das Epiof Fisch? Okay. Ja, machen wir erstmal. Weiß mal, dringende Quest. Keine Liebe für Ludrov. Okay, das lässt sich ändern. Schon wieder in der letzten Folge etwas Geld ausgeben. Das mal lieber. Da stehe ich da wieder mit nix. Ah. Keine Liebe für Ludrove. Die habe ich offscreen schon ein bisschen erledigt. Ich weiß, wie wir sind. So, werter Jäger, diesmal bist du auf einer sogenannten dringenden Quest. Sie muss sofort erledigt werden. Diese Quest zu schaffen ist eine große, große Sache. Das könnte dir sehr helfen, von der Gilde anerkannt zu werden. Dein Ziel ist ein Wassermonster, die Ludrove. Sie könnten etwas stärker sein als das, was du sonst so gewohnt bist. Lass mich raten, du willst gleich loslegen. Ja. Na, aber sicher. Gib einfach dein Bestes. Aber enttäusch uns nicht. Und stirb nicht. Gerne. So, weg damit, den Rest brauchen wir nicht. Direkt erstmal fressen. So, 6 Stück muss ich erledigen, kein Ding. Den kriegt man so Schwämme. Oh. Und das ist wieder in dem Gebiet, wo der Lagiakus ist. Das ist sehr schön, ne? Ja, ich weiß, da war was. Ist gut. Oh, und hier ist nichts los, ausnahmsweise. Dann kann ich endlich Schmetterlinge fangen. Nein, nicht jetzt. Keine Ahnung, aus Green tue ich eigentlich nichts machen, außer irgendwie hier Gegend rennen und Sachen sammeln. Ein paar Monster erledigen. Ja, ich tue jetzt nicht, weiß ich nicht, neue Gebiete erkunden oder so. Obwohl, da war gelogen. Ich habe ja die Viecher schon gesehen und die sind da, wo der Lagiakus sind. Deswegen... war mehr oder weniger gelungen. Aber ich weiß, dass man die so genüge noch irgendwann sieht, deswegen ist er nicht so schlimm. Außerdem kann ich die Viecher sowieso. Wenn ich in ein Gebiet hinkomme, wo ich in der 3DS-Version noch nicht war, dann, ja, da werde ich noch als nicht ausgeben machen. Aber die Viecher kann ich ja schon. Hi. Ludrov. Dann sind schon mal 3. Okay. Die Viecher sind stärker, deswegen muss man ja mit äußerster Vorsicht vorgehen. Mit Können. Mit Stealth. Und die habe ich schon lange gesehen, ne? Okay, dann kommt. Ja, die hatten schon ein bisschen mehr aus. 5 Monster übrig, cool. So, weg damit. Nein, ich schon wieder aktivieren direkt. Aua. Jetzt haben wir noch Leben, ey. Aber jetzt nicht. Ich weiß, ich sollte ihn besser looten, aber... Lass mal erstmal. Ah, sehr schön. Hydraut. Oh, einmal kann man die. Ja. Egal, einmal ist kein Mal. Das macht gar keinen Sinn. Was? Ich merke jetzt erst, dass dieser Satz keinen Sinn macht. War nicht ein geläufiger Satz? Warum bin ich denn immer noch rot? Okay, ich glaube, ich kann so eine Spezialattacke machen, ne? Wenn ich oft genug in diesen Übermodus angreifen, ne? So, du bist auch ein Loot drauf, glaube ich. Ich mau mich sehr nicht von hier aus. Bist du ein Loot drauf? Ja, bist du. Das ist... Stärke. Pose. Meine Macht von, was weiß ich. Der 2 Doppelschwertern da. Ich habe jetzt... Die Stärke ist gesunken. Nein.
Ja, ich weiß nicht, was dieser Balken macht bis jetzt. Ist mein Mini-Wettstein. Nee, ich habe jetzt nicht gesehen, was ich bekommen habe, aber wird schon nicht wichtig sein. Das macht man, wenn man ein ungeschärftes Schwert hat. Man nimmt sein anderes Schwert und reibt es dagegen. Seems legit. So, weder Lagiakus, wie hieß da, ganz ehrlich. Oder zwei. Der wartet bestimmt da. Nö. Einer. Ganz schön, bitte. Fuck. Nein. Merk schon, ich habe sogar ein paar HP verloren. Ist auch noch nicht oft vorgekommen. Ich laufe auch noch mit der Anfangsrüstung rum, ne? Sagen, allein ist man nicht tot, ne? Warum stand da nicht noch ein Monster oder so? Ziel erreicht! Komm her! Na, Kamera! Wo bin ich? Da bin ich. So, ich würde die gerne looten, aber du gehst mir wahrscheinlich auf den Nerven, ne? So. Steuerung. Hydrohaut. Hydrohaut. Sehr schön. Jetzt du. Dich krieg ich auch noch. Dich krieg ich auch noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Hydrohaut. Sehr schön. Buja. 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 Ja, wir können jetzt ruhig nach Hause gehen, ne? Und dann trinke ich noch. Hilfe, Hilfe, ich habe noch über die Hälfte und das wird noch verdammt lange dauern, bis das Ding unten abläuft. Hallo? Danke. Boah, ich fliege voll langsam nach oben. Ja, ging relativ schnell. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Story-Gespräche, ne? So, Hydrohaut. Ah, und einfach schon rohes Fleisch, rohes Monster. Einfach alles nehmen, ich nehme alles. Wasserraubtiere wurde der Galerie hinzugefügt. Ich soll mal eine Seite weiterblättern, damit man mal sehen kann, was da noch alles ist. Ich weiß das, glaube ich, selber nicht. Schöne Musik. Wackel gerade voll mit dem Kopf. Chain. Einer. Was tun für einer? Rob. Oh la la. Mein Magen. Panda. Padanos. Miau. Ich muss mich des heutigen Essens erledigen nach das Franzose. Oh, diese Kralle, diese Genie sind nicht für Lucian gemacht. Ich wollte die beste Rezepte der Welt finden. Ich kann keinen französischen Akzent. Nicht, um sie wieder zu erbrechen. Puck. Mitten ins Gesicht. Keine Seereise mehr. Ein Koch meines Kalibers gehört in die Küche, nicht immer wackelt. Zum Glück hat mir der Chef netterweise erlaubt, hier zu bleiben. Im Gegensatz aber muss ich meine Dienste angeboten. Ich bitte kulinarische Kunst der Extraklasse. Probier mein Essen. Ist gut für Gesundheit angewohnt mehr. Und jetzt habe ich alle möglichen Akzente dazu geschmissen, habe ich das Gefühl. Bevor ich koche, musst du zwei Dinge wählen. Die Zutaten und die Methode von der Zubereitung. Wenn dein Auswahl Mängel hat, wird der Endergebnis sicher das Gewicht sehr etwas fehlen. Miau. Trotzdem verfolge ich strikte Teller-Ableck im Prinzip. Ich muss es kochen, du musst es essen. Ui, ui. Ui, ui, meine ich. Boah. Oh, und Achtung, die Effekte meiner Delikatesse wären nur einer Jagd. Kehrst du zurück, sind sofort. Hallo, ich muss die Kantine vorbereiten, um die Leute des Dorfs morgen zu bewirten. Etwas Geduld bitte, merci. Kokur. Oh, hallo. Du fragst dich bestimmt, was hier die Sicht versperrt. Es ist die Argosy, unsere Verbindung zur Außenwelt. Die Argosy ist ein Handelsschiff. Tja, was wir im Moggerwald finden, bringt uns anderen sonst gutes Geld ein. Der Kapitän der Argosy ist ein reicher Händler aus Fernost. Ich kenne ihn schon länger, als ich zugeben würde. Ja, damals waren wir jung und sorglos. Ich habe unzählige Male sein Leben gerettet und er meins. Er wird bestimmt mit dir handeln, wenn du Waren hast. Der Kapitän, ist der Kapitän genau dein Mann? Okay. Du suchst einen Kapitän der Argosy-Jäger?
Dann hat Suche Ende, denn ich Kapitän. Du fragst sicher, warum Reise aus Fernost mit seinem Handelsschiff zu winzigen Dorf fahre? Ha, gut, dass du frage. Bogger berühmt für seltene Objekte, Waren erzielen im Übersee hohe Preise. Bringen wir Ware, ich biete ihm Kukan, was? Handelsware aus ganzer Welt an. Kukan bedeutet Ausland. Ah. Möchtest du erklären bekommen, wie du Handel funktioniert? Nein, das kann ich auch so erklären. Also gut, ich finde auch eine Hilfe raus, wir handeln, nicht schwer. So, Jäger, mach einen Probehandel, nimm diese Porzento von mir. Porzento bedeutet ein Geschenk. Der war Seewind rufen. Guck mal, Reißzahn, okay. Der war, was ist dein Jukel? Wie kann ich dir helfen? So, ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur... Ich muss erst mal spielen, okay. Keine Ahnung, man sucht sich ja einfach irgendwas aus und dann hat dann so einen bestimmten Wert. Sagen wir hier, du und dann muss ich irgendwas so wählen, was irgendwie... Achso, das war ich jetzt. Ja, ich habe jetzt hier was geboten und ich kann jetzt so viel Sachen austauschen, wie dieser Balken lang geht. Zum Beispiel hier. Das könnte ich mir zum Beispiel holen. Das hier kann ich mir ja nicht holen, da muss ich schon wieder was hier reinpacken. Ungefähr so lange, bis das hier so weit nach oben geht. So, aber nicht Handel abschließen. Handel abbrechen, ja. Raritätenhandel würde ich mal gerne gucken. Seltene Güter wählen. Ich habe, glaube ich, nichts. Doch, eine Königinnadel. Ich weiß nicht, wo ich die herbekommen habe. Ich glaube, ich habe die bekommen, nachdem ich, wie heißt das nochmal? Hier bei dem Typen hier eingetauscht habe. Rohstoffe, genau. Als ich Rohstoffe irgendwie eingetauscht habe, dann war irgendwie das dabei. Und ja, ich habe jetzt einen Stern und damit kann ich mir jetzt irgendwas hier aussuchen, was einen Stern hat. Das bekomme ich dann. Und ich glaube, ich würde den Doppelgrillspieß nehmen. Oder? Einrichtung? Nee. Weil damit kann man nämlich mehrere Sachen auf einmal grillen. Und das ist geil. Okay. So, den würde ich gerne nehmen. Und zwar... Grillen in Vollendung. Halte den Sprintenknopf drücken, um perfekt zu grillen. Ah, so geht das auch direkt. Okay. Okay, was ist denn dann, was ich das... Was ist denn das, was ich dann im Kopf hatte? Egal. Wir haben ja ein paar Mega-Sachen. Wie hätte ich gerne? Saturnfalle, Saturnia-Falle, okay. Eine Mega-Spitzhacke, Mega-Käfernetz und Mega-Pone hätte ich gerne. Und die Meere davon? Nö. Okay, dann wählen wir irgendwas. Guck mal, Reißzahn zum Beispiel. Da habe ich ganz viele. Jetzt alles haben. Bams. So, jetzt habe ich das alles. Nom, nom, nom. Sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen mächtiger geworden. Hallo Jäger, Yoko Kita, du schon im Nahkampf mit Neko? Neko heißt Katze. Mein bester Matrose, Dorfchef fragen Reise, Riese aus Fernost. Was? Ich, ach so, Handel mit Hafen Tansia. Zum Glück erklären die alles für so Idioten wie mich. So, ich mache Neko zu Tanto, eher Verantwortung. Du Tansia wollen Besuch, reden mit Abenteuerlustige verliehen. Bring dich nach Tansia, weil andere helfen wichtige Shugyo. Shugyo bedeutet Training. Du auch machen Shugyo? Zieh los, sehen wir rufen. Ja, nee, ich will nicht schon wieder. Was, schon wieder? Ja, ja. Hab du mit Feline dort gesprochen? Also, als Wanderkoch hat er Rezepte von ganz Feld gelernt. Aber er nicht seefest. Lerne Rezept, probiert Rezept, erbresche Rezept. Tragische Geschichte. Was? Hört sich an, wie er hat der Geschmack an der Morgaküche gefunden. Daher bleibt er eine Weile hier, vielleicht für immer. Keine Sorge, ich habe schon den vom Dorfschiff erhalten. Schon den bedeutet Segen. Du sollst eine Kantine von Feline Koch besuchen. Erfülle eins in erstklassiges Stadtrestaurant. Viel Bauch. Hier, nimm der Gutschein. Er ist von seinem alten Restaurant. Gib ihn, dann bewirbt er mit königlichem Mahl. Du musst nicht mal Zutat kümmern. Anjin. Der war. So, noch irgendwas? Nein, okay. Boah, ihr wollt alle mit mir reden. So, was willst du? Himmel, noch eins. Ich habe gehört, dass du hast einen Blutrott erbeutet. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Genau gesagt, du schließt dich so gut, dass mich selbst inspiriert hat, was Neues auszuprobieren. Ich nenne es Amulett, du bekommst Fähigkeitenpunkte, nur fürs Tragen, wie bei jedem anderen Ausrüstung. Sagen wir, du hast eine Fähigkeit, die mit einem Punkt mehr aktiviert wird. Da kommt das Amulett ins Spiel. Das hier ist umsonst, aber wenn du mehr willst, musst du dafür Materialien einbringen. Bauer, keine Ahnung. Also dann, was brauchst du halt? Waffenrüstung, bla bla bla. Ne, ich glaube nicht, dass ich irgendwas brauche. Kann ich hier nicht ausrüsten. Ne, ne. So, was willst du?
Hallo Jäger, ich habe gehört, dass du, ich stehe nicht da, was willst du? Ich habe gehört, dass du dich um einen der richtig großen Burschen kümmern sollst. Ich schätze, ich sollte dir was über die Zielkamera erklären. Sie ist extrem nützlich bei Jagd auf großen Monster. Wenn du im selben Gebiet wie ein großes Monster wirst, verändert sich das Symbol rechts oben im Monster-Symbol. Wenn du dieses Symbol siehst, wechselst du in den Zielmodus, indem du die ZR-Taste drückst. Wenn du die L-Taste leicht drückst, schwenkst du die Kamera auf das große Monster. Praktisch, was? Um die Kamera wieder in ihre normale Position hinter dich zu bringen, drücke die L-Taste schnell doppelt. Die Zielkamera ist während der Jagd auf große Beute dein bester Verbündeter. Wenn du mehr wissen willst, tippe einfach auf die Hilfsschaltfläche, wenn du an deinen Felderanordnungen arbeitest. Okay, ja, genau. Dörfler bitten. Warte mal, hier wieder alles. Nix. Warum ist denn da immer so ein Ding? So, Jagdbericht habe ich nichts. Rohstoffe brauche ich nicht. Boah, die Zeit, aber die geht immer so schnell vorbei, ja. Ah, gut, dass du da bist. Hey, ich möchte dich um etwas bitten. Und zu die Farm, ich habe mit dem Cheffarmer gesprochen. Er will eine Insektenbox zur Insektenzucht bauen. Wenn er das macht, könntest du Insekten zur Herstellung von Aussitz und direkt auf der Farm sammeln. Aber er braucht dafür Rohstoffe und Material. Und hier kommst du ins Spiel. Natürlich wirst du die Insektenbox jederzeit benutzen können. Ich habe schon mit dem Cheffarmer gesprochen. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Versuche einfach, dir neben der Jagd Zeit dafür zu nehmen. So, jetzt kommt er endlich. Monster Fluid. Bam, ist fertig. So. Wie man mit allen hier reden muss. Aha, willkommen, lieber Jäger. Das Geschäft läuft viel besser, seit die Agossi wieder herkommt. Ab jetzt gilt, wenn sie im Hafen liegt, ausgewählte Objekte gibt es zum halben Preis. Was für ein Angebot. Ich habe unglaublich viele neue Sachen. Was für eine Erleichterung. Ich sagte doch, ich wäre bloß ausverkauft. Also wenn du zum Beispiel in wärmeren Gegenden zu tun hast, solltest du Kältegetränke mitnehmen. Wenn du zu viel Zeit in der Hitze verbringst, schadet das deiner Gesundheit. Ein Kaltgetränk macht den Kopf frei und hilft gegen Hitze. Also bleibt deine Gesundheit länger halten. Cool. Ich verkaufe sie so billig, dass man mich für verrückt hält. Bin ich aber nicht. Ich mag Jäger halt einfach. Hihi. Also gut, nochmal von vorn, bla bla. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass man dann nur die Hälfte bezahlen muss oder was auch immer. Viel. Okay, die nicht, verdammt. Ich brauche aber nichts. Vielleicht ein paar Tränke, wenn du Tränke hättest. Aber hast du, glaube ich, nicht. Ne, nee, hast du nicht. Du hast Kräuter und so. Aber ich will mein Geld erstmal aufbewahren. Will man noch mit mir reden? Will er noch alles mit mir reden? Sei gegrüßt, Jäger. Goran, endlich. Agossi-Kapitän kommt in Mogga. Ja, ich weiß, dass der da ist. Das will doch nicht jetzt hier jeder sagen. Kapitän, viel Bedeutung für Nico. Er wie Mentor und Boss und Modeberater, alles zusammen in Heres, was? Bekannt als Handelsgott im großen Ozean von Kueki. Kueki bedeutet Geschäfte. Du ihn treffen, C. Okay, will ich nicht. So, wer will denn hier noch reden? Da oben irgendwo jemand, hier ist noch jemand. In mein Haus, in mein Haus. Wer ist in mein Haus? Hey Jäger, hast du gesehen? Ja, Gossi ist hier. Ja, ich hab's gesehen, mein Gott. Naja, wie hättest du sie auch übersehen können? Sie ist gigantisch. Die Agossi ist ein Handelsschiff. Sie gehört zu den Dorfleben im Morra, seit ich denken kann. Aber das Geschichten erzählen überlasse ich den Chef. Ich habe dir Wichtiges mitzuteilen. Zum Beispiel das Neujagdgebiet. Verstehst du, erstklassige Jäger bleiben nicht in der Nähe. Sie durchstreifen die Wälder. Du hast ja mit diesem Ludruf-Quest deinen Sporen verdient und darfst nun auch in einer niegelnagelneuen Umgebung jagen. Sie heißt die Sandebene. Was für ein Ort das ist, fragst du? Da gibt's Sand. Ja, ich mich auch. In meinem umfassenden und schweren Monsterführer steht Sandebenen, die trockenen Regionen, bekannt für hohe Temperaturen und Monsterhorden. Ja, also viel Glück. Reden wir mal über die Erntetouren. Recht bald nach der Quest beginnen wir deinem Vorräte einen Tatzenpass hinzufügt, was? Gib den ab, wenn du zurückkehren willst. Bis dahin sammle alle Objekte, die du kriegen kannst, verstanden? An der Heimatfront gibt es außerdem die Quest, einen Großjagen zu jagen. Ja, da wird die Gilde genauer hinsehen. Apropos hinsehen, wünschst du dir nicht einfach Möglichkeit, große Monster bei der Jagd im Auge zu halten? In diesem Fall kannst du die Zielkamera benutzen. Ja, ich weiß, ZR. Wenn sich das Monster, ja, ich weiß. Nur die Götter wissen, wie das geht. Schwarze Magie? Feenstaub? Egal. Die Jagd auf Monster wird dadurch leichter. Aber du kannst die Zielkamera, ja, ich weiß. Ist gut, Zielkamera, ich weiß. Verstanden. Oh, Stufe 2 haben wir schon. Wir können ja mal fischen jetzt. Kann ich halt ja auch einmal zeigen. So, ich möchte jetzt nur gern irgendwas machen. So, 3 Goldenfische. Ich weiß da, in meinem Haus möchte noch jemand mit mir reden, mach mal im nächsten Part. Oder wenn wir hier fertig sind. Wo ich muss zum Speichern da rein, deswegen, ja, okay, dann müssen wir gleich machen. Okay, na, wenn du mich was fragst,
würdest, würde ich dir wohl antworten. Du weißt, was ich meine, oder? Mal sehen, dein aktueller Auftrag ist das Fangen und Abliefern von Goldenfischen, habe ich recht? Oh, du Glücksfall, ich habe alles schon recherchiert. Es gibt eine nette kleine Angelplatz im Gebiet 10. Der Dorfchef sagt, dass dort an der Küste der beste Platz zum Fangen von Goldenfischen ist. Wenn du einen Kunstköder am Angelplatz benutzt, kannst du so oft angeln, wie du möchtest. Fische beißen besser, wenn du Lebendköder benutzt. Ich würde die Würmer aus dem Vorratsbox nehmen. Aus der Vorratsbox. Ja, Bams. Sind da welche? Ja. Der Goldenfischköder. Ich frage mich, was ich damit fangen kann. Okay, Gebiet 10 ist jetzt nicht so weit. Machen wir halt jetzt auch noch ganz schnell. Wenn dann nochmal irgendwie so eine Angelquest kommt, dann weiß ich nicht, ob ich die aufnehme oder so. Ich möchte einfach hier für die Leute, die jetzt nicht kennen, hi, tschüss, einfach mal so zeigen, was hier ist hier zu erledigen, was man alles so machen kann und so. Die großen Monster, die tue ich natürlich alle aufnehmen. Und immer wenn neue Monster und so kommen, werde ich die natürlich auch aufnehmen. Ich glaube, ich werde so oder so jede einzelne Quest aufnehmen. Ich kenne mich doch. Ich muss es immer so genau machen. Ich rechne ja wahrscheinlich nur wieder die ganze Zeit eigentlich hier fürs Farmen und so brauche, aber davon bekommt ihr ja nichts mit. Wenn ich das aufnehmen würde, würde ich 300 Parts aufnehmen. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß, ich halte jetzt die Klappe. Hi. Okay. Ah, riechst du die Meeresbrise? Riecht für mich wie der optimale Platz, um einen Quest zu erlegen. Mal sehen, anscheinend kannst du an den Strand angeln, der am rechten Rand deiner Karte liegt. Dort sollst du mehrere Fische herumschwimmen sehen. Halte die Augen offen. Sei nicht so stürmisch. Spring nicht hinein, sonst betreibst du die Fische. Du kannst die Angel ausweichen, sobald das Angelsymbol erscheint. Petri rein und fange einen großen Goldfisch. Okay. Mach mal hier. Ah, jetzt fliegen hier so welche rum. Super. Ihr ignoriert mich doch, oder? Mein Gott, was machen die hier da hinten? Hey! Achso, die kommen jetzt, okay. Ja. Boink, boink. Komm, boink, boink. Komm her. Oh, lecker. Du hast einen Goldenfisch gefangen. Ja toll, jetzt habe ich auch keinen Köder mehr. Wurm. Boink. Hey. Ja toll, sind aber keine Goldenfische, glaube ich. Na kommt. Näher. 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 Ist das ein Goldenfisch? Nein. Das ist ein Sushi-Fisch. Ich muss mal kurz mal gucken, wie viel brauche ich? 3, ja, super. Boink. Ich will ja, dass kein Goldenfisch kommt. Alter, den will ich haben. Komm her. Ja, voll der Baron von einem Fisch. Nein, sind Goldenfische. Also wenn ich hier alle wegfange, dann kommt er irgendwann. Bam, meine Güte. Was ist das? Ich hab Angst. Ja, den könnte ich doch einfach so am Schwanz packen und rausziehen, ehrlich. Was, komm her, du Bus von einem Fisch. Hey! So, dann gib mir die goldenen Dinger, ich will ja nach Hause. Boah. War irgendwie gut abgetimt. Bing. Warte mal, ich glaube, ich muss Würmer oder so finden, ne? Oh, ich glaube, der dreht sich um, oder? Nee. Ich will den goldenen Namen, verdammt! Kannst du es wagen? Vielleicht durch das Meister auch von dir rausschneiden, keine Ahnung, das ist auch wirklich stinklangweilig, hier passiert ja echt gar nichts. Ich will den großen Oschen haben. Ah. Ja, wie man sieht. Ich habe die Quest abgebrochen, weil ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier noch eine halbe Stunde rumzurennen. Ich mache die Quest irgendwie am Anfang des nächsten Parts. Und
Ja, dann sieht man einfach nur, wie ich Quest erfüllt da anzeige. Machen wir in der nächsten Folge. So, was hast du denn noch zu sagen? Ja, wir kommen da ein Boss. Anscheinend hat der Argosy wieder in Dorf Mogga angelegt. Wahrscheinlich bringt die schnurrige Einrichtung mit. Such dir doch mal was aus. Ja, hörbar. Interessiert mich nicht. So, okay. Halt nicht. Ich gehe jetzt hier, weiß ich nicht. Muss ich ja gar nicht, mache ich auf Screen. Okay, diese Angelquest machen wir in der nächsten Folge. Also beziehungsweise man sieht nur, wie ich die dann gerade erledigt habe. Und ja. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.